Hallo, herzlich willkommen in der Kleintierpraxis Isselhorst. Wir haben vor kurzem unsere Praxisfläche erweitert und haben nun nicht nur drei Behandlungsräume, sondern auch einen Zahn-OP, in dem wir gleichzeitig an zwei verschiedenen Stationen arbeiten können. Und wir haben auch einen komplett neuen Operationssaal. Inzwischen haben wir eine getrennte Hunde- und Katzenstation und eine Operationsvorbereitung, die alles miteinander verbindet. Das Gute an unserer OP-Vorbereitung ist, dass man den direkten Durchgang zum Wartezimmer hat, bei uns auf den Hubscherentisch kommt, der elektronisch auch größere Hunde einfach hochfahren kann. Hier werden die Tiere für die jeweilige OP vorbereitet. Das heißt, sie bekommen einen Venenkatheter, sie bekommen die Narkose und sie werden an dem entsprechenden OP-Feld geschoren. Von hier aus geht es dann mit dem Hufscherentisch, der auch rollbare Füße hat, direkt zu uns in den Zahn-OP oder aber in den sterilen OP. Ja, hallo, wir sind hier in unserem neuen großen Zahn-OP-Raum mit zwei kompletten Dentaleinheiten, wo wir unabhängig voneinander zwei Tiere behandeln und operieren können. Wir haben hier alles neu eingerichtet und können sogar am Arbeitsplatz direkt die Zähne röntgen, um feststellen zu können, wo die wirklichen Probleme beim Zahn liegen und ob eventuell noch tiefergreifende Probleme im Kiefer oder im Wurzelbereich da sind. Dann können wir auch ohne große Zeitverzögerung und Umlagerung dem Tier auch gleich helfen, indem man entweder die Zähne behandelt oder, wenn es gar nicht mehr anders geht, dass man die Zähne ziehen muss. Wenn wir hier beispielsweise einen Patienten in Narkose auf dem Tisch liegen haben, können wir mit dem mobilen Arm direkt an den Kopf des Patienten gehen und in sämtlichen Lagerungspositionen Röntgenbilder machen. Das Ganze haben wir auch schön auf einem Bildschirm jeweils für den Arbeitsplatz, dass man dann sehen kann, was los ist, sodass wir dann die eigentlichen Probleme, die das Tier hat, auch sofort benennen und behandeln können. Hier befinden wir uns in unserem OP, das heißt der sterile OP. Hier machen wir zum Beispiel Hunde- und Katzenkastration oder auch Tumor-OPs. Ich stehe hier neben meinem Lieblingsgerät, dem Narkosegerät, bei uns auch liebevoll Gisela Gas genannt. Das ist quasi unser Herzstück hier im OP. Damit überwachen wir alle Funktionen, die in der OP wichtig sind. Das heißt einmal die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung, den Pulsschlag, das Blutdruckmessgerät ist damit angeschlossen und aber auch die Kapnographie. Wir arbeiten hier mit Gas. Das heißt, das ist die schonendste Narkosemöglichkeit, die wir bei den kleinen Tieren haben. Hinter uns sehen wir unseren OP-Tisch, unsere zwei neuen OP-Lampen und mehrere Möglichkeiten, hier in jeglicher Art zu operieren.